Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zur heutigen Ausgabe unserer Ringvorlesung an Creative Digital Writing. Ich freue mich sehr, Ihnen Frau Professor Theresa Heidt von der Universität Greifswald vorzustellen. Ich möchte einige wenige Worte zu Ihrer Person sagen. Sie hat in Düsseldorf und Reading studiert, im Jahr 2007 in Düsseldorf promoviert mit einer Arbeit zum Thema E-Mail-Hoaxes. Ein Genre, was irgendwie auch schon wieder verschwunden ist, zu einer Art Fossil geworden ist, worauf man sich heutzutage fast noch historisch rückbeziehen kann. Sehr erstaunlich, weil es ja noch gar nicht so viele Jahre her ist. Sie war danach dann an verschiedenen Orten auf der Welt, muss man sagen, wissenschaftlich aktiv in Nordamerika und Deutschland. Ich möchte jetzt die Stationen nicht im Einzelnen aufzählen. Wichtig ist zu sagen, dass sie seit 2016 an der Universität Greifswald Professorin für anglistische Sprachwissenschaft ist. In ihrer Forschung beschäftigt sich Frau Heidt mit Varietätenlinguistik, wie wir im Deutschen sagen würde, im weitesten Sinne. Dazu zählt auch Forschung zu Genres und also nicht nur Dialekte im engeren Sinne, sondern alles, was irgendwie mit sprachlicher Variation zu tun hat, eben der primäre Gegenstand der Soziolinguistik. Und zwar vor allem hat sie ein Interesse an Sprache in digitalen Kommunikationsumgebungen und neuerdings hat sie auch einen starken Forschungsschwerpunkt an der Schnittstelle zu den Gender Studies. Was wir in der Forschung von Frau Heidt immer wieder finden, ist ein ausgeprägtes Interesse an metadiskursiven Praktiken. Also nicht nur die Frage, wie wir sprechen, sondern auch, wie wir über das Sprechen wiederum sprechen. Und genau hier kommt sie jetzt ins Spiel, warum ich sie für diese Ringvorlesung eingeladen habe, weil sie sich in den letzten Jahren sehr aktiv gezeigt hat in den Diskussionen um den sogenannten Post-Humanism. Also Schnittstellen von Menschen, also Mensch-Maschine-Kommunikation zum Beispiel oder überhaupt Kommunikation von Menschen mit non-quite-human Actors, so hat sie es genannt im Abstract. Das fand ich schön, die Formulierung, also nicht wirklich menschlich. Und es geht aber jetzt nicht so sehr um die technischen Grundlagen dessen, sondern eben das Metadiskursive. Wie reden eigentlich Leute über zum Beispiel algorithmisch generierten Text? Also eine soziolinguistische metadiskursive Perspektive auf unser Thema. Liebe Theresa, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Du hast das Wort. So, ja, ganz vielen Dank, lieber Simon, für diese sehr nette Vorstellung und Begrüßung. Jetzt müssten alle meine Folien schön sehen können. Falls irgendwas im Folgenden nicht gut funktioniert oder nicht gut zu sehen oder zu hören ist, bitte immer munter mich darauf aufmerksam machen, damit ich das korrigieren kann. Jetzt guten Abend, fühlt sich schon fast an wie Abend. Herzlich willkommen allen, vielen Dank, dass Sie und dass ihr Interesse habt an dem, was ich heute ein bisschen erzählen möchte. Unter dieser Überschrift, The Algorithmic Imaginary, posthumane Diskurse. Man hört es jetzt vielleicht am Titel schon so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen hin und her geflipfloppt in der Vorbereitung, ob ich das auf Deutsch oder auf Englisch heute hier machen will. Ich habe mich jetzt mal für einen deutschen Vortrag entschieden und ich hoffe, das funktioniert für alle. Ich hoffe, dass es zugänglich und verständlich sein wird. Ich konnte leider die bisherigen Vorträge in dieser Reihe nicht so richtig hören, weil der Zeitslot ein bisschen mit meiner eigenen Lehre kollidiert. Aber ich habe von der Struktur schon wahrgenommen, dass die Vorlesung schon teilweise ziemlich stark in technische, auch in juristisch-legale Aspekte des Themas der Ringvorlesung eingestiegen ist. Und wie Simon schon angedeutet hat, ich würde mir erlauben, heute in diesem Vortrag quasi noch mal einen Schritt zurückzugehen und ein paar Überlegungen anzustellen, die aus einem breit soziologisch, aber in meinem Kontext natürlich vor allem soziolinguistisch und diskurslinguistisch grundierten Hintergrund kommen. Und das ist eben ganz breit formuliert mal diese Frage, wie imaginieren wir künstliche Intelligenzen, wie imaginieren wir
beispielsweise Algorithmen, und wie stellen wir sie diskursiv auch mit her? Ja, also so diese ganz basale Vorstellung der Soziolinguistik und der Diskurslinguistik, dass vieles, was wir eben tun, auch ein Talking it into being ist. Ja, also dass wir sprachlich an diesen Vorstellungen ganz zentral beteiligt sind. So, womit ich mich heute schwerpunktmäßig beschäftigen möchte, das sind Personen, wie man sie hier links schon auf meiner Titelfolie sehen kann. Ich sage dann gleich genauer was dazu. Wir gucken uns dann auch die Daten genauer an. Aber man kann schon erahnen, was wir heute so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen werden, ist also im Wesentlichen, was man so ein visuelles Genre nennen könnte, was also auf Bildgenerierung und Gesichtsgenerierung basiert. Ich dachte aber, vielleicht machen wir ganz kurz zum Einstieg was anderes, indem wir uns ganz kurz ein sozusagen musikalisches Genre, was aber auch wiederum diskursiv hergestellt wird, anschauen können. Ich dachte, das passt so ein bisschen jahreszeitlich bedingt. Der Anlass, an den ich dachte, ist nämlich das Genre des sogenannten Spotify-Jahresrückblicks. Ja, also ich zeige hier mal einen Screenshot. Also wie man sieht, das ist eine Werbekachel. Das ist, hat auch nichts mit meiner persönlichen Spotify-Nutzung, die algorithmisch auch nicht relevant ist, zu tun, sondern das hier ist einfach eine von Spotify geschaltete Werbung. Für alle, die Spotify nutzen und intensiver nutzen, ist aber klar, wir bewegen uns auf die zweite Novemberhälfte zu. Das heißt, es naht die Zeit des Spotify-Jahresrückblicks, in dem also die Metrisierung und damit auch die Sichtbarkeit der Nutzungsmuster über den Verlauf des Jahres ausgegeben werden und Spotify dabei auch zum Teilen und damit eben auch zum Diskursivieren dieses Genres anregt. Und wenn wir uns diese Werbekachel hier mal angucken, dann, wenn wir auf den Text ein bisschen genauer gucken, dann fallen uns wahrscheinlich schon ein paar Sachen auf, wenn man ihn sich so durchliest. Also mich hat zum Beispiel durchaus angesprochen, was wir hier so links sehen, ne? Also hier dieses, hier ist etwas, was du mit der Welt teilen kannst, und dann nicht ganz unwichtig der Nachsatz, oder vor ihr verstecken. Ja? In diese Ankündigung des Spotify-Jahresrückblickes rückt eine ziemlich stark affektive Dimension hinein, die also auch schon gewisse Nutzungsmuster, Teilungsmuster und diskursive Muster sozusagen suggeriert. Wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, könnten wir zum Beispiel auch anfangen, uns zu fragen, wer ist eigentlich dieses Wir, das hier zu uns spricht? Wer sind wir als deine größten Fans hier markiert? Wir könnten natürlich sagen, naja, das ist halt Marketing-Sprech, ja, so kennen wir das, so wollen sich Unternehmen heutzutage individualisieren, als befreundete Marke sozusagen in auf Social Media positionieren. Dennoch könnte sich uns die Frage aufdrängen, ist das wirklich noch die Marke Spotify, die da zu uns spricht? Oder ist es vielleicht doch irgendwie auch der Algorithmus, der uns wie so eine Art Freundin begegnet und uns Beistand leistet und uns zusichert, unser Fan zu sein, etc.? Wir werden das hier heute nicht wirklich vertiefen, weil ich, wie gesagt, dann gleich ein bisschen genauer in dieses visuelle Genre reingucken möchte. Aber es ist, glaube ich, wenn man mal sich die Zeit nehmen würde, ein ganz lohnendes diskursives Genre, denn wenn man sich dann so anguckt, wie NutzerInnen auf dieses diskursive Event der Spotify-Jahresrückblick reagieren, dann findet man ganz schöne diskursive Muster. Das sind jetzt so ein paar, ich gebe zu, cherry-gepickte Beispiele, die wir in dem Fall auf Twitter finden, dazu, wie das Thema diskursiv gerahmt wird. Ich habe hier so ein paar Sachen mal fett markiert. Was wir beispielsweise sehen, sind Affekte, die ausgedrückt werden. Also habt ihr auch ein bisschen Angst vor eurem Spotify-Jahresrückblick? Hier weiter unten. Habt nur ein bisschen Angst vor dem Spotify-Jahresrückblick dieses Jahr. Ich schäme mich jetzt schon. Und gleichzeitig geht es so um Sichtbarkeit und Vorzeigbarkeit. Ich werde Ihnen irgendwo zeigen können, jetzt nochmal alles geben für einen vorzeigbaren Spotify-Jahresrückblick. Welche Songs hört ihr gerade so, dass euer Spotify-Jahresrückblick geil aussieht?
Und was wir hier, wenn wir weiterlesen, natürlich auch sehen, sind Vorschläge oder Überlegungen, den Algorithmus auszutricksen, den Algorithmus sozusagen noch ein bisschen zu bespielen, um ihn zu optimieren, um dann in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Sichtbarkeit sozusagen besser dazustehen. Ja? Das ist also ganz beispielhaft so eine Form der Diskursivierung von ja, Vorstellungen von Algorithmen und von künstlicher Intelligenz. Dieses Beispiel des Spotify-Algorithmus ist eins, was Rodney Jones meines Wissens als einer der ersten Linguisten herausgegriffen und analysiert hat. Und es sind also genau diese Mechanismen, die ich heute ein bisschen genauer anschauen möchte. Und ich möchte das vor dem Hintergrund von zwei kleinen theoretischen Bits and Pieces tun heute hier. Jetzt kommen doch zwei kurze englische Zitate. Das erste ist ein Paper von Tatjana Bucher 2017, was von dem ich mir heute auch den Titel ausgeliehen habe. Also dieses Paper, in dem Tatjana Bucher Facebook Diskurs untersucht hat, heißt tatsächlich The Algorithmic Imaginary. Und sie beschreibt hier, um was es ihr geht bei dieser Vorstellung der algorithmischen Imagination, nämlich die Vorstellung, dass Algorithmen ein allgemeiner und alltäglicher Bestandteil unseres Lebens werden und dass wir dabei also versuchen müssen, die affektiven Dimensionen zu verstehen, wie wir also uns gegenüber Algorithmen fühlen und was für eine Art von Gefühlsmanagement vielleicht auch erwartet wird. Und sie schreibt dann weiter, if we are to consider the future of the algorithmic intensification, questions arise as to what possibilities for living with and alongside algorithms do these forces of encounter inspire. Ja, also es geht hier ganz explizit um das alltägliche Zusammenleben mit algorithmischen Diskursen und wie wir damit umgehen. Das ist jetzt noch per se kein linguistischer, kein sprachlicher Zugang zu dem Thema. Um den noch mit hineinzugeben, komme ich zurück auf diesen Text hier von Rodney Jones 2019. Ich hatte den auch im Vorfeld als Lesetipp sozusagen an Simon weitergegeben. Also wenn Sie nur ein Paper in dem Zusammenhang lesen, dann empfehle ich wirklich Jones 2019. Sehr gut lesbares, sehr auch unterhaltsames und also methodisch faszinierendes Paper, bei dem er also genau diese Vorstellung der algorithmischen Imagination auf eine sprachwissenschaftliche Ebene holt und Folgendes schreibt. Ich lese das mal ganz kurz im Ganzen vor, weil es wirklich ein sehr, sehr guter, eine sehr gute Beschreibung ist, finde ich. There has been considerable attention in the media lately about how algorithms affect our reading, mostly around the issue of fake news. Much of this discourse, however, gets stuck in rather simplistic models of echo chambers and filter bubbles or false dichotomies regarding what is fake and what is real. Ja, also er fasst hier nochmal so ein bisschen zusammen vieles, was wir im öffentlichen Diskurs finden, wozu er aber explizit sagt, das sind vielleicht gar nicht so die Themen, die uns so befassen sollten, die zumindest ihn nicht befassen. Also diese ja auch sehr durchaus kontrovers gesehenen Vorstellungen von Filterbubbles etc. Jones sagt dann, um was es ihm eigentlich geht, nämlich diese Vorstellung, the text is reading you, also diese Umkehrung von wer liest hier eigentlich wen, ja, wer ist denn die Daten, die konsumiert werden, ist das wirklich der Text oder sind es vielleicht auch wir selbst? I am more interested in how people experience digital texts as both computational processes and textual performances and how they themselves come to perform with and for algorithms in their day-to-day practices of reading digital texts. Und das ist eigentlich so der zentrale Punkt, mit dem wir uns heute befassen wollen. Ja, also wie wir einerseits solche komplexen algorithmischen digitalen Prozesse für uns selbst als meistens LaienInnen verständlich machen und wie wir, wie Jones so schön schreibt, come to perform with and for algorithms, ja, also wie wir mit ihnen interagieren und ihnen quasi Bedeutung einschreiben und mit ihnen umgehen. So viel als kleine theoretische Grundierung. Ich habe jetzt schon gesagt, hier ist das Genre, mit dem ich mich heute befassen möchte, das, ich weiß auch nicht genau, wie ich es nennen soll, das Phänomen, in diesem Fall die Plattform This Person Does Not Exist.
ich nehme mal an, dass ganz viele dieses Projekt, diese Plattform schon kennen. Falls nicht oder auch wenn Sie es schon kennen, würde ich sehr stark empfehlen, dass während Sie so dem Vortrag zuhören, dass Sie sich vielleicht in einem anderen Tab diese Seite hier aufrufen und ab und zu mal so ein bisschen auf Refresh klicken und sich so ein paar dieser Bilder anschauen. Das ist so eine ganz gute Bildspur, die man nebenher laufen lassen kann. Die Personen, die uns hier anschauen auf meiner Folie, sind also alles Gesichter, die generiert wurden von dieser Seite. Das sind also alles persons of thispersondoesnotexist.com. Womit haben wir es zu tun? Was ist das eigentlich? Habe hier ein sehr schönes Zitat aus dem sehr schönen und empfehlenswerten kleinen Büchlein von Roland Meyer, das einfach Gesichtserkennung heißt, wo Roland Meyer unter anderem dieses Phänomen kurz beleuchtet. Und weil er so eine schöne Beschreibung dafür gefunden hat, für dieses gar nicht so einfach zu beschreibende Phänomen, gucken wir uns das hier kurz an, was Meyer 2021 schreibt. Er beschreibt das als Gesichter ohne Körper. Diese Person existiert nicht, so viel verrät uns schon die Adresse der Website. Doch das ist gar nicht so einfach zu glauben. Bei jedem Aufruf von thispersondoesnotexist.com erscheint ein neues Bild eines menschlichen Gesichts, das von einem normalen Porträtfoto kaum zu unterscheiden, tatsächlich aber Produkt eines Generative Adversarial Network GAN ist. Sie können das übrigens probieren, wenn Sie die Website sich aufgemacht haben und ab und zu auf Refresh klicken. Es wirkt ein bisschen so, als würde quasi wirklich auf Knopfdruck ein neues Bild produziert werden, weil wir auf Refresh klicken. Tatsächlich wird alle 2 Sekunden ungefähr ein neues Bild erstellt. Das heißt, wenn Sie mit jemandem zusammen ganz genau synchron klicken, dann bekommen Sie beide das gleiche Bild. Ansonsten wirkt es wie zufällig erstellt. So, um was geht es? Meyer schreibt weiter, dabei handelt es sich um eine Variante maschinellen Lernens, bei der ein künstliches neuronales Netz von einem zweiten trainiert wird. Das erste neuronale Netz, der sogenannte Generator, soll durch Versuch und Irrtum lernen, realistische synthetische Porträts zu generieren. Das zweite neuronale Netz, wiederum Discriminator genannt, lernt parallel dazu auf Basis großer Bildermengen, wie Porträtfotos üblicherweise aussehen, und gibt dem Generator fortlaufende Rückmeldungen darüber, wie überzeugend seine Zufallskreationen ausfallen. Anhand dieses Feedbacks kann der Generator seine Bilder schrittweise den Erwartungen des Discriminators anpassen, bis dieser sie schließlich nicht mehr von echten Porträtfotos unterscheiden kann. Soweit zumindest das erklärte Ziel und der informationswissenschaftliche Hintergrund dieses Modells. Soweit die kurze technische Beschreibung. Und Meyer schreibt dann weiter zu dem, was wir sehen und was wir wahrnehmen, wenn wir auf diese Webseite gehen und auf Refresh klicken. So entstehen die endlosen Varianten von Gesichtern, die auf der Website zu sehen sind und die derart fotorealistisch anmuten, dass sie auch Menschenaugen zu täuschen vermögen. Oder zumindest fast, denn wer genauer hinschaut, wird irritierende Details entdecken. Seltsame Asymmetrien, unnatürlich fallende Haare, eine Brille, die mit dem Gesicht verschmilzt oder gar verunstaltete Teile eines zweiten Gesichts, die als unheimlicher Pixelbrei ins Bild hineinragen. So, wenn wir jetzt gemeinsam ein bisschen uns durch This Person Does Not Exist klicken würden, würden wir solche Bilder wahrscheinlich ziemlich schnell entdecken. Ich habe mal so ein bisschen Eyeball-Statistics gemacht und kam zu der ganz groben Einschätzung, dass mindestens 10% der Bilder das letzte Mal, als ich geguckt habe, so diese uncanny Details, die irritierenden Details aufweist, wie Roland Meyer das nennt. Ich habe hier mal ein paar Bilder mitgebracht. Also hier ist so ein typisches Bild. Wir sehen ein Gesicht, was auf ersten Blick tatsächlich fotorealistisch aussieht, aber wir sehen dann, es gibt ein paar Dinge, die diese künstliche Intelligenz nach wie vor nicht sehr gut kann. Das sind zum Beispiel hier Hände und Arme, Gliedmaßen überhaupt, die ins Bild hineinragen, auch Ohren und wie wir hier sehen, die Unterscheidung zwischen Haaren und Kopfbedeckungen, ja, und dann gelegentlich auch solche Farbgebungsprobleme hier auf der rechten Seite. Ja, also sowas sehen wir relativ häufig. Bekanntes und tatsächlich auch benanntes Phänomen ist, dass die künstliche Intelligenz gar nicht gut
angeschnittene Gesichter, also hier diese Gesichter am Seitenrand herstellen kann. Sie hat ganz gut gelernt, wie ein Gesicht konstruiert ist und aufgebaut ist, das full frontal in die Kamera blickt. Sobald wir hier aber im Anschnitt sind, wird es problematisch. Die Community This Person Does Not Exist herum hat dieses Phänomen hier als Side Demons, also als Seitendämonen oder Anschnittdämonen bereits diskursiviert. Und sobald solche Bilder auftauchen, ist es so ein kleines diskursives Event, werden wir nachher noch sehen. Schließlich, das ist was mir in der Beschäftigung mit den Daten mehr und mehr aufgefallen ist, nicht zuletzt, weil ich, wie Simon auch schon gesagt hat, so ein gewisses Interesse für die geschlechtliche Dimension des Ganzen habe, stellt der Algorithmus immer wieder Bilder her, von denen wir mal so ganz allgemein und ja versuchsweise deskriptiv sagen können, dass sie eine gewisse Gender-Ambivalenz aufweisen, dass sie also Features kombinieren, die prototypischerweise wir vielleicht männlichen oder weiblichen Gesichtsidentitäten zuordnen würden. Also es geht zum Beispiel um Schmuck, der ansonsten sehr stark weiblich kodiert wäre. Es geht hier um solche Dinge wie Gesichtsbehaarung, aber auch Frisuren, Kleidung und so weiter. Solche Bilder kommen auch mit einer gewissen Häufigkeit vor, was etwas damit zu tun hat, auch wie die Variable Gender in diesem Datenset eingestellt ist. Das sind also so ein paar Beispiele. Und jetzt könnte man natürlich sagen, alles schön und gut und sicher sehr interessant für die Bildwissenschaft, aber warum sollten wir uns als SprachwissenschaftlerInnen, als Personen, die sich für Sprache und Diskurse interessieren, mit sowas befassen, ist das nicht eher was für die Bildwissenschaft oder für die Kunstwissenschaft? Tatsächlich wirkt es so auf den ersten Blick, als wären das ganz sprachlose Bilder. Also es taucht auch tatsächlich auf den Bildern niemals Sprache auf, also auch nicht im Sinne eines Linguistic Landscape im Hintergrund, auch nicht beispielsweise auf Kleidung oder auf Cappies, ne, wie wir das ansonsten quasi erwarten würden von fotorealistischen Bildern, aus dem ganz einfachen Grund, weil die künstliche Intelligenz das nicht kann. Ja? Also die künstliche Intelligenz weiß natürlich nicht, dass es sowas wie menschliche Sprache und Schrift gibt. Und wenn Personen beispielsweise Basecaps tragen, dann sind da immer nur irgendwelche Fantasiekringel drauf, aber nie Buchstaben beispielsweise. Also dementsprechend, wir blicken da zunächst mal in eine sprach- oder auch schriftlose Welt, aber ganz so einfach ist es natürlich doch nicht. Wenn Sie auf der Website sind und da ein kurzes Momentchen verweilen, dann taucht hier auf rechts unten nach einer Weile diese kleine Einblendung ein. Das ist zumindest ein Screenshot aus dem Sommer. Ich gehe davon aus, dass es immer noch ähnlich aussieht. Ich habe es jetzt heute nicht mehr nachgeschaut. Also jedenfalls im Sommer stand hier dieser kurze Infotext hier. Wir sehen, der ist jetzt sprachlich auch nicht wahnsinnig zugänglich. Das ist also ein kurzer Informationstext, der verschiedene Verweise bietet, Verweise auch auf unter anderem Wikipedia, auf publizierte Papers, auf Kontaktlinks und so weiter. Auch enthält der Links zu dem Code, der zugrunde liegt und zu verwandten Seiten. Ne? Also ist so quasi so ein bisschen so eine DIY-Anleitung. Wenn wir uns diese Einblendung aber genauer anschauen, dann können wir auch da schon selbst in diesem sehr minimalistischen sprachlichen Rahmen, finde ich, ganz interessante Hinweise auf die Diskursivierung des Phänomens finden. Wenn wir nämlich genau lesen, wie das hier formuliert ist, dann finde ich diese beiden Punkte hier ganz interessant. Es werden diese Bilder beschrieben als imagined by a generative adversarial network. Ja? Also es wird so beschrieben, dass ein solches Netzwerk sich diese Bilder ja ausgedacht oder vielleicht auch vorgestellt hat. Und dann weiter unten heißt es hier, help this artificial intelligence continue to dream. Nun ist das Wort dream hier vielleicht nicht ganz so dreamy und poetisch gemeint, wie es uns anmuten mag. Also diese Metapher des Dreaming ist ja in der Informationswissenschaft durchaus auch ein technischer Begriff, wenn zum Beispiel von Deep Dreaming die Rede ist, auch im Kontext
von ja auch wieder Bildherstellung und Datengenerierung. Nichtsdestotrotz fällt uns als SprachwissenschaftlerInnen diese Sprache hier natürlich auf, ne? Dass hier der sozusagen der Monetarisierungslink so formuliert ist, dass wir dieser Intelligenz weiter beim Träumen helfen sollen und sie unterstützen sollen. Und diese Versprachlichung, die deutet schon darauf hin, wie wir damit umgehen, nämlich dass wir fast nicht anders können, als dass die Agentivität, die hier irgendwie im Raum steht, ja, in menschliche Begriffe zu gießen. Ich werde mich im Folgenden vor allem nicht mit der Website als sich befassen, sondern mit einem Social Media Derivat davon, nämlich dem Twitter-Bot, der auf der Basis dieser Seite hier von Babak Fakhrizadeh gebaut wurde vor ein paar Jahren. Babak ist ein Programmierer und digitaler Künstler, der also diese Seite hier, ich glaube, im Jahr 2019 genutzt hat, um den Twitter-Account @WeDon'tExistHere zu entwickeln. Hier ist eine Beschreibung ganz kurz von Babak von seiner eigenen Website, wo er beschreibt, was er gemacht hat und was dieser Twitter-Bot macht. I strung a few APIs together and created an accompanying Twitter account @WeDon'tExistHere. Once an hour, an image is picked up. The image is pushed through a facial recognition system to identify whether it's a man or a woman. Then via eine Namenszuweisungsseite, a random name that matches the gender is attached to the image, which is followed by also connecting the person to a location pulled from Wikipedia. Then the result is posted to Twitter. Und so, wie Sie das hier rechts im Screenshot sehen, sieht es dann also so ungefähr aus. Es wird also ein Bild per Zufall von der Seite entnommen. Es wird dann diskursiv ausgestattet. Ich zeige das dann gleich noch ein bisschen genauer. Und wird dann einmal pro Stunde ungefähr, es sei denn, es hängt technisch was, auf Twitter gepostet. Und sobald das passiert ist, sind wir dann ganz im mittendrin in der Diskursivierung dieser Bilder. Ich habe hier jetzt mal einen beliebigen Screenshot von einem solchen Post, der relativ gute Zahlen hier unten hat, wie man sieht, also im Sinn von recht starke Interaktion, hat sicher was zu tun mit einerseits dem normschönen Frauengesicht und andererseits diesem Side-Demon, den man hier sieht. Ne? Und da sieht man eben jetzt die semiotische Rahmung dieses Bildes im Sinne einerseits dieser Diskursivierung hier oben, die der Bot vornimmt und dann andererseits aber hier eine kleine Ausschnitt von den Kommentaren und den sprachlichen Umgängen mit diesem Post. Ja. Das heißt, wir sind hier in ein paar kurzen Schritten gegangen von einer rein visuell orientierten Website zu einem doch recht intensiv versprachlichten Phänomen. Und es sind diese Daten, für die ich mich hier heute interessiere und die wir jetzt dann gleich noch ein bisschen genauer anschauen. So, ganz kurz, das hier ist kleiner Disclaimer, wie immer natürlich kleines Work in Progress. Das heißt, die Daten, die ich nutze, sind so ein bisschen dreierlei. Ich habe das hier mal digitale Ethnographie genannt, Participant Observation, was eine freundliche Umschreibung dafür ist, dass ich viele tausend Mal auf This Person Does Not Exist geklickt habe, die Bilder konsumiert habe, aber natürlich auch intensiv diesen Twitter-Account konsumiert habe und mir quasi ethnografisch angeschaut habe, was passiert da eigentlich? Nicht nur, was passiert mit mir, sondern was tun die Leute da? Wie interagieren sie mit ihm? Also digitale Ethnographie ist ein Teil meiner Datengrundlage. Ich habe außerdem ein kleines Kommentarkorpus genutzt, ungefähr 1500 Tweets, nicht von WeDon'tExistHere, das hat mich gar nicht so sehr interessiert, sondern Tweets, die an WeDon'tExistHere, also in Form von Kommentierungen geschickt wurden. Das sind Daten aus dem Frühjahr 2021. Ist also punktuell, aber ist doch eine kleine Grundlage, auf der man so ein paar erste Dinge beobachten kann. Und nicht zuletzt habe ich mich auch mit Babak selber
digital natürlich wegen Corona, auch weil er in Brasilien wohnt, aber doch mehrfach und recht intensiv ausgetauscht und habe das als Grundlage eben auch für qualitative Interviewdaten genutzt, die hier auch so am Schluss ein bisschen einfließen werden. So, das habe ich gemacht. Was will ich eigentlich von den Daten wissen? Was sind Fragen, die mich bewegen? Das ist jetzt natürlich nur ein Ausschnitt. Ich hätte noch viele andere Fragen, aber hier so ein paar Punkte, mit denen ich mich befasst habe. Frage Nummer eins ist die Frage nach der digitalen Sichtbarkeit. Das ist so ein Thema, mit dem ich mich auch an der Uni Greifswald schon länger mit KollegInnen befasst habe. Also die Frage, welche Bilder erlangen überhaupt digitale Sichtbarkeit, ja, welche werden überhaupt konsumiert und welche fallen sozusagen durchs Raster und welche Mechanismen spielen da eine Rolle. Die vielleicht für uns wichtigste Frage für heute, wie werden diese artifiziellen Personen, Porträts, wie auch immer wir sie nennen wollen, besprochen, ja, in mehrfacher Bedeutung und in mehrfacher Hinsicht, also wie wird über sie gesprochen, aber wie werden sie auch diskursiv konstruiert und vor allem interessiert mich dabei, inwiefern auch soziale Kategorien, Geschlecht, gucke ich ein bisschen genauer drauf, Alter, aber auch visuelle Kategorien, also von Norm, Abweichung von Norm, Schönheit und ja, sprachlichen Vorstellungen von Schönheit oder Nichtschönheit. Wie werden all die sprachlich hergestellt? Und nicht zuletzt ist dann tatsächlich noch diese Frage nach dem Posthumanen, wie gehen NutzerInnen um mit diesen, ja, mit diesen Bildrändern, will ich schon fast wörtlich sagen, des Menschlichen. Welche Vorstellungen von algorithmischer Imagination und dessen, wie wir überhaupt mit diesen ja teilweise etwas unheimlichen Personen und Porträts umgehen, können wir daraus ableiten? Das sind so Fragen, die für mich im Raum stehen, die ich zumindest so sicher nicht beantworten, aber ein bisschen adressieren möchte. Also alle zusammengenommen Zusammenhänge von künstlicher Intelligenz, von ihrer sozialen Konstruktion und dem für mich Rahmen posthumaner Diskurslinguistik. Und das bringt mich dann auch zum Plan für den Rest der heutigen Veranstaltung. Ich will jetzt noch ganz kurz ein bisschen theoretische Einordnung nicht für die genaue Besprechung, aber vielleicht so als Hintergrund und zum Weiterlesen für spätere Momente geben. Ich werde ganz kurz noch was zu posthumaner Linguistik sagen und dann ein Thema, was Sie vielleicht schon kennen, was hier auch eine Rolle spielt, Algorithmic Bias und den Zusammenhang mit Gender und Data Feminism auch kurz aufzeigen. Dann schauen wir noch mal kurz genauer auf die Daten. Ich zeige noch ein paar Grundlagen von This Person Does Not Exist, auch ein bisschen problematische datenethische Aspekte und dann so Fragen wie der Twitter-Account We Don't Exist hier metrisiert und auch enttextualisiert, also versprachlicht wird. Und am Schluss habe ich ein paar erste Blicke. Ich gebe zu, das wird dann eher kurz und exemplarisch. Können wir aber dennoch auf ein paar analytische Kategorien gucken. Ich habe so ein paar Beispiele für so anthropomorphisierende Ansprachen, für die sprachliche Markierung auch von Normschönheit. Und wenn wir am Schluss noch Zeit haben, vielleicht ein paar Blicke auf, wie konkret diese Aspekte von geschlechtlicher Ambivalenz versprachlicht werden. So, das ist also der Plan für heute. Nur für die, die möglicherweise meinen Abstract im Vorfeld ganz genau gelesen haben sollten. Ich hatte da auch gesagt, ich würde das noch mit anderer Forschung von mir kombinieren zu Diskursen über solche Reborn Dolls und den Umgang mit solchen lebensechten Puppen. Es würde thematisch wahnsinnig gut passen und es gäbe ganz viele Anknüpfungspunkte, aber mit dem Blick auf das Timing habe ich gedacht, das heben wir uns vielleicht für ein anderes Mal auf und ich fokussieren uns dann heute auf dieses Phänomen, das ja für sich genommen auch schon uncanny genug ist. So, blicken wir noch mal kurz auf die theoretische Einordnung. Ich hatte den Begriff, den Ausdruck Posthumanism, posthumane Diskurse schon in meinem Titel. Wir haben leider keine Zeit, tiefer in diese Vorstellung von Posthumanism einzusteigen. Es ist ein Thema, was im Grunde genommen aus der
Philosophie, aus der Soziologie und dann nicht zuletzt in den letzten Jahren auch aus der Literaturtheorie kommt. Und es ist eine Befassung damit, wie wir überhaupt mit Vorstellungen von einerseits, was ist menschlich und was ist, wie Simon das vorhin auch gesagt hat, nicht so ganz menschlich oder teilweise auch ein bisschen mehr als menschlich ist. Und das wird auch gestellt in einen theoretischen Kontext von Befassung damit, wie wir historischerweise eigentlich uns in den letzten Jahrhunderten vorgestellt haben, was überhaupt menschlich ist. Humanismus ist ein zentraler Begriff für westliche Wissenschaftsepistemologien. Und eine Kritik des Posthumanism ist, dass wir dabei ziemlich viele Kröten relativ bereitwillig geschluckt haben, nämlich beispielsweise, indem wir wegdefinieren, was nicht mehr so ganz menschlich ist. Dieses Thema hat auch seinen Eingang in jüngster Zeit in die Linguistik gefunden und der zentrale Name, der hier auf jeden Fall zu nennen ist, ist Alistair Pennycook, der 2016 dieses sehr schöne Buch hier zu dem Thema bei Routledge veröffentlicht hat. Nicht ganz einfach zu lesen, aber sehr inspirierend. Und das hier ist, finde ich, ein ganz schönes Zitat, wo er diese ganz generelle Verbindung nochmal aufmacht. A posthumanist position seeks a rethinking of the relationship to all those others, mit einem großen O, that suffered in the construction of humanity, gods, machines, objects, things, animals, monsters, women, slaves, and so on, while also shifting the idea of what it means to be human. Und das können wir uns natürlich denken, auch verbunden mit der Frage, was bedeutet das denn überhaupt für unsere Sprachtheorien, für wie wir verstehen, was Sprache ist, wer spricht, wem wir sozusagen zugestehen, sprachlich zu agieren und wen oder was wir da vielleicht bis jetzt noch nicht so im Blick hatten. Und das kann für uns natürlich unter anderem insbesondere bedeuten, Maschinen und maschinenartige Entitäten und ja, Identitäten wahrscheinlich auch. Ich habe mich selbst so ein bisschen mit dem Thema bereits befasst, hier vielleicht einen Pointer sozusagen 2019 zu dieser Veranstaltung, die wir in Hongkong gemacht haben, wo wir den Versuch unternommen haben, Posthumanist Pragmatics uns anzuschauen, vor allem vor diesem Begriff, ich habe das jetzt schon ein paar Mal erwähnt, das Uncanny, eigentlich ein freudscher Begriff, ja, das Unheimliche. Vielleicht kennen Sie das von diesem sogenannten Uncanny Valley Effekt, dass wir also Dinge, die uns eigentlich irgendwie vertraut erscheinen, als ganz besonders furchteinflößend wahrnehmen, wenn wir erkennen, dass sie nicht wirklich menschlich sind, sondern irgendetwas anderes. Und meine Kollegin Britta Schneider und ich, wir haben da eben vorgeschlagen, dass dieser Effekt, den man vor allem aus der visuellen Dimension kennt, auch einer ist, der uns bei sprachlichen und diskursiven Phänomenen entgegenschlägt. Ja, also das so ein bisschen als Rahmung dafür, was ist überhaupt Posthumanist Linguistics, was ist Posthumanist Pragmatics, wie gesagt, für die Linguistik ein relativ junges Feld, aber eins, das vielleicht ganz interessant ist. Ich habe schon gesagt, ich sehe dieses Thema auch sehr stark im Kontext von Genderforschung und geschlechtlicher Konstruktion. Ich kann da jetzt leider nicht allzu viel dazu sagen, das Verständnis, dass algorithmische Prozesse und Diskurse eingebaut sind in ein gesellschaftliches System von Biases und von kulturellen und sozialen Überformungen, ist mittlerweile kein neuer oder kein besonders origineller Gedanke mehr. Es gibt ein paar Texte, die das ganz zentral hervorgehoben haben, zum Beispiel Sophia Noble hier, die in Algorithms of Oppression stärker über Racism geschrieben hat, statt über Gender, die aber das hier betont, understanding algorithmic oppression is to understand that mathematical formulations to drive automated decisions are made by human beings. Ja, also diese ganz zentrale Vorstellung, was wir als automatisiert wahrnehmen, hat den Human Factor immer ganz zentral eingebaut und hat damit bringt auch alle Biases und alle sozialen Kontexte mit, die wir bereits mitbringen. Ganz ähnlich D'Ignazio und Klein in Data Feminism, die das auch noch ein bisschen stärker formulieren und darauf hinweisen, dass the most highly touted methods of producing knowledge and deriving insight in the age of big data and artificial intelligence are being designed and deployed primarily
nicht nur by people, ja, also nicht nur, dass es menschlich hergestellt ist, sondern noch mehr by the people with the most privilege. Ja. Also das sind Dinge, die wir dann auch gleich nochmal sehen werden. Ich zeige jetzt nochmal ganz kurz die Daten, wovon sprechen wir eigentlich überhaupt. Wir können nicht in dieses Paper hier reinschauen. Das ist sozusagen die technische und informationswissenschaftliche Grundlage der algorithmischen Architektur hinter thispersondoesnotexist.com. Der Link ist aber Open Access, also wenn Sie sich das mal angucken möchten. Was aber ganz interessant ist und in diesem Paper enthalten ist, sind die Trainingsdaten, auf deren Basis das Netzwerk trainiert wurde. Sie sehen das hier unten klein, die Abbildung 7, also ein Ausschnitt aus dem sogenannten FFHQ-Dataset. Die AutorInnen beschreiben das ganz stolz hier so, dass it offers a lot of variety in terms of age, ethnicity, viewpoint, lighting and image background. Wo kommen diese Trainingsdaten also her? Diese Trainingsdaten sind natürlich nicht aus einem sozialen Vakuum heraus entstanden, sondern sie bilden echte Menschen ab. FFHQ steht kurz für Flickr Faces High Quality Dataset. Mit anderen Worten, die Trainingsdaten, auf deren Basis This Person Does Not Exist seine Porträts, seine nicht existierenden Menschen erstellt, sind sehr wohl existierende Menschen, die ihre Porträtfotos auf Flickr mit entsprechenden Nutzungsrechten freigegeben hatten. Natürlich nicht notwendigerweise im Wissen, dass sie früher oder später als Trainingsdaten für diese künstliche Intelligenz fungieren würden. Ich skippe das hier mal. Das hier ist eine Beschreibung des Datasets von GitHub, wo nochmal betont wird, dass das alles mit rechten Dingen zugegangen ist und dass die Bilder mit Permissive Licenses ausgestattet waren. Nichtsdestotrotz der kurze Hinweis, dass es durchaus datenethisch problematisch ist, was hier gemacht wird. Man sieht es beispielsweise in Reaktionsprojekten wie diesem hier, This Person Does Exist, was sozusagen die realen Porträts offenlegt und auch die Hintergründe dieser Bilder, die verwendet wurden für die Generierung dieser Gesichter. Ja, also das ist nochmal diese Vorstellung von Algorithmic Bias, dass was hier gemacht wird, nicht irgendwie aus einem künstlichen Vakuum heraus entsteht, sondern sich natürlich realer Porträts und Daten bedient. So, jetzt aber noch mal ganz kurz zu diesem Twitter-Bot hier, den Babak Fahamzadeh erstellt hat. Wir hatten das uns vorhin schon angeguckt und kurz beschrieben. Es wird also ein Bild pro Stunde von der Website abgegriffen. Das war vorhin in diesem Zitat, was ich hatte, schon kurz beschrieben. Es werden dann verschiedene wiederum automatisierte Verfahren über die Bilder laufen gelassen, also insbesondere eine Gesichtserkennungssoftware, die tentativ Alter und Geschlecht zuordnet. Und auf dieser Basis werden die Posts dann diskursiv ausgestattet. Also es wird da automatisiert ein Ort und auch ein Beziehungsstatus zugeordnet zu manchen zeitlichen Perioden auch so teilweise ein bisschen bizarre Eigenschaften, also zum Beispiel Lieblingsdesserts oder Zeitvertreibe, denen die Personen gerne nachgehen etc. Und was dann passiert ist, dass dieses Posting, also zunächst mal auf Twitter gepostet wird, generiert wird und dann eben auch digital rezipiert wird. Also hier sehen wir so ein Posting und hier ist mal beispielhaft, was dann für Antworten zu diesen Postings kommen und wie das diskursiviert wird. Ja, also das ist der Prozess der Metrisierung und dann auch der Enttextualisierung, also der Versprachlichung, die wir dabei sehen. Und ich hatte mal versucht, ansatzweise diesen Prozess hier in so einem Schema darzustellen. Und ich hatte damals versucht, das ein bisschen farblich zu kodieren, also so mit der Vorstellung, alle kleinen Icons, die hier sehen, die grün sind, das sind eher so die humanen Seiten, die menschlichen AgentInnen, die was dabei tun. Und alles, was grau ist, sind mehr so die Maschinen. Aber ich muss ehrlich sagen, je länger ich versucht habe, so dieses Farbschema einzuhalten, desto schwieriger fiel es mir, weil es
teilweise tatsächlich gar nicht mehr so einfach ist. Aber es verläuft im Grunde genommen ungefähr so. Es beginnt damit, dass UserInnen ihre Porträtfotos auf Flickr posten und sie mit entsprechenden Nutzungslizenzen versehen. Das Netzwerk nutzt diese Bilder als Trainingsdaten, als Datensatz, um Bildsynthese zu erlernen, so wie das vorhin in dem Zitat von Roland Meyer kurz dargestellt war. Dann kommt die Website, die Plattform thispersondoesnotexist.com ins Spiel. Sie lässt diese künstliche Intelligenz alle 2 Sekunden ein neues Bild generieren, was dann auf der Website erscheint. Wir gehen dann über zu dem Bot, der von Babak entwickelt wurde, der stündlich ein Bild herunterlädt und mittels Gesichtserkennungssoftware analysiert. Ja, als nächstes sind wir dann hier links unten. Das Bild wird auf der Basis dieser Daten diskursiv ausgestattet, bekommt also sowas wie eine fiktive Biografie und wird auf dem Twitter-Handle We Don't Exist hier gepostet. Ja, und dann gehen die Bilder in die Partizipationslogiken von Social Media über, werden also auf Twitter gepostet, werden kommentiert, werden weitergeleitet, werden dann natürlich auch von dort herausgeliftet und auf andere Plattformen gepostet etc. Ja, und dann sind wir hier, wo wir jetzt gerade sind, nämlich dass wir diesen ganzen Prozess rezipieren und damit auch analysieren können. So, das war jetzt der eher konzeptuelle Überblick, was passiert hier eigentlich, womit haben wir es eigentlich zu tun? Und ich habe jetzt noch mit dem Blick auf die Uhr ein paar Minuten Zeit, um wie gesagt erste analytische Kategorien zu zeigen. Das sind noch keine ausgeformten Analysen, deswegen ist es auch nicht schlimm, dass wir nicht sehr lange dafür Zeit haben, aber ein paar Dinge möchte ich zeigen. Sie sehen hier links also nochmal so ein beispielhaftes Bild. Ja, wir sehen hier eine Person, die durch diesen automatisierten Prozess als eine Marine Firma, nehme ich an, dargestellt ist, 34 Jahre alt und in Herten in Deutschland wohnt und geschieden ist. Wir sehen, dass das hier so ein typisches Bild ist, was jede Menge Artefakte enthält. Ne? Also neben dem tatsächlich gut gelungenen Gesicht jede Menge diese ja, Haar-Kopfbedeckungs- Gliedmaßenartigen Artefakte eben. Was wir hier ganz gut sehen können, ist, dass die Diskursivierung, von der ich gesprochen habe, meines Erachtens auf 2 Ebenen passiert. Es wird zum einen die künstliche Intelligenz selbst diskursiviert und imaginiert. Ich habe hier mal 2 Zitate, die unter diesem Gesicht hier gepostet wurden, nämlich das hier oben, wo wir das sehen, wo wie die künstliche Intelligenz sozusagen diskursiviert wird. Every time I think the bot is getting too good at generating faces, it spits something like this out. Bravo, ja, also auch noch diese fast emotionale Ansprache an die künstliche Intelligenz oder in dem Fall hier konzipiert als The Bot, ja. Auch hier unten in diesem längeren Zitat haben wir sowas, wo auch sozusagen der künstlichen Intelligenz das so ein bisschen vorgehalten wird. Couldn't have done any better than giving her a crab-leg head with little fishies flying off the back. Ja. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass diese Personen, von denen die meisten FollowerInnen des Accounts natürlich wissen, dass es keine echten Personen sind, dass auch die diskursiviert werden und sozusagen als de facto echte Menschen wahrgenommen und diskursiviert werden. Man kann da wahrscheinlich nicht von Anthropomorphisierung sprechen, denn die Anthropomorphisierung ist ja durch das Gesicht manifest gegeben. Nichtsdestotrotz wird die Person besprochen, als sei sie eine Person. Ja? Wir sehen das hier in diesem grünen Zitat. Is it wrong to feel bad for the ones, also the people, the faces, who get screwed when they get created? Ja? Also hier eine Anspielung auf dieses nicht ganz gelungene Rahmung des Gesichts. Das sind also die beiden Diskursivierungsstrategien, die wir vorrangig in den Daten sehen. Und ich zeige hier jetzt nochmal ein paar Beispiele, das hier einfach als Übersicht, um nochmal genauer zu blicken da rein, wie wird die künstliche Intelligenz vermenschlicht,
versprachlicht. Ich habe das jetzt hier mal nicht an konkrete Bilder geknüpft, sondern bin einfach von meinem kleinen Twitter-Korpus ausgegangen und hatte dabei kodiert alle Beispiele oder einen Ausschnitt hier in dem Fall der Beispiele, wo solche Dinge passieren. Und man sieht das hier links haben wir, was ich jetzt mal als Handlungszuschreibungen kodiert hatte, nämlich dass irgendwelche sprachlichen Markierungen getroffen werden, die es so wirken lassen, als würde die künstliche Intelligenz irgendwas machen. Ja? Also, this bot is into its cubism phase oder the bot is trying something new here. Ne? Also probiert mal was Neues aus. Teilweise recht bunte Beschreibungen hier. What happens when the bot takes them out of the oven a few minutes too soon? Ja, also so eine Weihnachtsbäckerei-Metapher hier fast. Robot went there. It went full Sue's Orman. Also auch wieder so eine sehr effektive Beschreibung, genauso wie hier. The AI sure loves putting these veiny looking graduation cap thing on people's heads. Da geht es um so eine Art von Kopfbedeckung, die immer wieder vorkommt. So, das sind also Handlungszuschreibungen. Was wir auch sehr stark finden, ist, was ich hier Evaluationen genannt habe, nämlich also explizite sprachliche Markierungen, wo metadiskursiv darauf eingegangen wird, dass die künstliche Intelligenz etwas entweder sehr gut gemacht hat oder überhaupt nicht gut gemacht hat. Ja, also, the AI has gotten really good with earrings. Headbot at it again. Ja, geht es wieder um Kopfbedeckungen. Dann aber auch, the AI is somehow getting worse. Ja? Und dann nicht zuletzt, wir haben das schon gesehen, diese ganz emotionalen Adressierungen, ja, die also oft Vokative sind oder andere expressive Markierungen mit sprachlich tragen. Also, Bloodstained Head, great job, AI. I was thrown off by her eye, but then I saw the rest. Good bot, ja, also wie wenn man einen Hund loben würde oder so, genauso Congrats AI. Ja. Also, das sind alles Beispiele für diese Art der Anthropomorphisierung der künstlichen Intelligenz selbst. Ich habe mir, wie gesagt, auch angeschaut, was passiert eigentlich, wenn es um die imaginierten Personen geht. Ich hatte mir das vor allem angeschaut, inwiefern, was ich hier mal Normschönheit nennen würde, passiert und wie die markiert wird. Ich hatte mir nämlich angeschaut, weil mir das auffiel in den Daten, dass es immer wieder Beispiele gab, wo an das Twitter-Handle einfach nur Hello gepostet wurde, was natürlich nicht sehr kompliziert in der Deutung ist, was als eine Art Anmachspruch zu verstehen ist. Und ich habe mir dann mal mit ein bisschen Fummelarbeit herausgesucht, was denn alles die imaginierten Bilder waren, die alle mit Hello angesprochen wurden. Und Sie können es sich wahrscheinlich fast schon vorstellen, das hier ist die Bildersammlung. Ja? Also in dem Moment, wo jemand an diesen Twitter-Account einfach nur Hello postet, können wir fast sicher sein, dass wir ein sehr, sehr beschränktes Spektrum an Arten von Bildern haben, nämlich von jungen, normschönen Frauen, Köpfen, Personen, Bildern, sagen wir mal 20 bis 30 Jahre alt, mit langen Haaren, weißen oder manchmal auch asiatischen Gesichtszügen, die eben eine gewisse Vorstellung von Normschönheit repräsentieren. Das heißt also, auch hier ist diese geschlechtliche Dimension keineswegs außen vor gelassen. Im Gegenteil. Wir sehen das auch, ich kann da jetzt nicht tiefer einsteigen, aber auch teilweise dadurch, wie solche normschönen Bilder dann jenseits von Hello angesprochen werden. Also wir sehen zum Beispiel dieses Bild hier, das unter anderem mit widowed, also als Beziehungsstatus angegeben ist. Und wir sehen, dass da teilweise auch Kommentare drunter gepostet werden, die ich selbst also auch durchaus uncanny finde. Zum Beispiel das hier, I'd widow her all over again. Oder auch dieses Bild hier mit diesem Kommentar, den wir vielleicht nicht so ganz ausdeuten müssen, aber der eben auch als eine Art Anmachspruch gedeutet werden kann. Und vielleicht ein Punkt, der mir da ganz wichtig erscheint, es ist gar nicht so wichtig vielleicht für uns zu wissen, ob diese User, die sich so diskursiv verhalten, wirklich der Auffassung sind, dass es sich um tatsächliche Frauen handelt. Das scheint mir gar nicht so entscheidend zu sein, sondern wichtig ist, dass diese diskursive
Handlung des Anmachspruchs und des Hello there hier einfach als, ja, als sprachliche Position und als Markierung, dass es sich hier um ja quasi konsumierbare Frauen Gesichter und damit vielleicht irgendwie doch auch implizit Körper handelt, verbunden ist. Letzter Punkt zu Hello. Wir sehen auch an manchen Beispielen, zum Beispiel wenn solche sehr, sehr ausgeprägten Artefakte mit ins Spiel kommen, dass, dass das auch für so eine Art In-Group-Community-Humor verwendet wird. Also wir sehen das bei diesem Bild, wo wir also einerseits eine enorm schöne Frau im Mittelpunkt haben und dann so einen Side-Demon im Anschnitt, dass Leute also spaßhalber posten Hello, aber dann eben auch solche natürlich irgendwie naheliegenden Witze wie Damn, who's the girl on the right though? Und her friend, also hier, is a real babe. Und das hier fand ich eigentlich ganz lustig, dass jemand gepostet hat als Kommentar drauf, e-girl and podcaster boyfriend, was also so eine Art running gag ist. A popular caption used on images of beautiful, confident women with schlubby, disheveled men. Also hier wird das quasi auch als In-Group-Community-Humor mit aufgegriffen. So, ein Blick auf die Uhr. Ich gehe hierüber vielleicht hinweg. Dieser Gesichtspunkt der geschlechtlichen Ambivalenz ist vielleicht ein Thema für einen anderen Tag. Nur noch mal darauf hinzuweisen, dass es nicht nur diese Bilder gibt, sondern dass auch die natürlich diskursiv rezipiert und hergestellt werden, teilweise schon explizit sexistischer und auch transphober Art und Weise, aber teilweise auch in, ja, ich würde sagen, ambivalenten oder ja, in irgendeiner Form positiven Kommentaren. Aber das vielleicht für einen anderen Tag. Ja, dann komme ich zum Schluss hiermit bereits. Ich hatte ja schon gesagt, ich hatte mich mit Babak Fahamzadeh recht ausführlich unterhalten und ich hatte ihn unter anderem natürlich auch gefragt, wozu eigentlich dieser Twitter-Bot? Warum hast du das denn gemacht? Was beabsichtigst du damit? Ist es eher so eine Art technisches Projekt oder ein künstlerisches Projekt? Und hier ist Teil seiner Antwort. Und das eine ist natürlich schon so der künstlerische, aber auch informationswissenschaftliche Ansporn. Also Babak sagt, well, I put the bot together mostly because I thought it would be fun. Fun, or because it could be done. I've been doing somewhat similar things for a while, like some 20 years, that is taking existing services and creating a mashup to produce something new. Aber, und das sollte man vielleicht auch nicht unterschlagen, und damit kommen wir nochmal auf diese datenethischen Aspekte zurück. Like many others in a similar position, I'm deeply skeptical of the power that modern artificial intelligences put in our hands, or more importantly, into the hands of those that have power over us, whether big tech or governments at large. Und wir müssen vielleicht gar nicht so weit blicken in unsere Besorgnis, wie Babak das hier tut. Ein ganz unmittelbares Ergebnis dieses konkreten AI-Projektes ist die Entstehung von Deep Faces. Also vielleicht ist Ihnen das auch schon untergekommen, dass die Personen, die durch This Person Does Not Exist generiert werden, nicht zuletzt verwendet werden, um Fake-Profile auf allen möglichen Social-Media-Plattformen visuell mit fotorealistischen Gesichtern auszustatten. Ja, also wenigstens hier ist eine Verknüpfung von diesen Bildern mit problematischen digitalen Praktiken. Ne? Also Simon hat vorhin von E-Mail-Hoaxes gesprochen, ein ganz altes Projekt von mir. Dieses Genre gibt es lange nicht mehr, aber Online-Fraud gibt es natürlich noch in vielfältigen Formen. Und da spielen diese Gesichter natürlich eine nicht ganz unwesentliche Rolle. So, ich habe jetzt noch eine letzte Folie, weil ich mir natürlich in der Vorbereitung überlegt hatte, wie kann man denn jetzt hiervon vielleicht wieder den Weg zurückfinden zu dem Thema, was letzten Endes das Ziel dieser Ringvorlesung ist, nämlich automatisiert generierte Texte und vielleicht auch sowas wie literarische Texte. Ich habe da kein ganz einschlägiges Beispiel, aber ich musste schon daran denken, wenn wir jetzt noch einmal zu Twitter zurückkommen, wie manche dieser Bots, die auch so eine gewisse literarische Anmutung haben, nicht nur
agieren, sondern wie andere UserInnen mit ihnen interagieren. Und wir könnten da viele Beispiele finden. Ich fand das hier zum Beispiel ganz nett, diese Mashups von Kochkunst Recook, die vielleicht einige kennen, die also leicht surrealistische Texte aus einem kulinarischen Zusammenhang posten. Und wann immer jemand damit agiert, dann postet der Bot eine neue Antwort. Und hier sehen wir also durchaus, wenn wir hier auf diese Reaktionen gucken, dass die gar nicht so unähnlich sind dem, was wir sehen, wenn meine UserInnen, die heute im Zentrum meines Interesses standen, mit sowohl der künstlichen Intelligenz als auch mit den imaginierten Personen von This Person Does Not Exist interagieren. Insofern hoffe ich, dass vielleicht so für den breiteren Rahmen dieser Ringvorlesung sich da auch noch ein paar Anknüpfungs- und Ansatzpunkte finden, wie man diese diskurslinguistische Lesart vielleicht weiterdenken könnte. Ja, dann bin ich jetzt am Schluss angelangt. Ich bedanke mich nochmal, auch wenn er heute hier nicht ist, bei Babak Fahamzadeh, der mir also viele, viele Daten und Einblicke hier geliefert hat. Aber ich bedanke mich natürlich vor allem bei Simon Meyer-Vieracker für die Einladung nach Dresden. Ja, und Ihnen und euch allen für die Geduld an einem Dienstagnachmittag und fürs Zuhören. Und wenn es jetzt Fragen oder Kommentare oder Anregungen gibt, dann freue ich mich natürlich darüber. Vielen Dank.